10 Die Hinrichtung von Kawashima Yoshiko. Kawashima Yoshiko war eine chinesische Prinzessin, die während des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges, 1937 bis 1945, als Spionin für die Japaner arbeitete. Ethnisch war sie Manchu und ihr Geburtsname war Aishinjoru Xianyu. Nach dem Sturz der Manchu-geführten Qing-Dynastie wurde Xianyu 1915 von der japanischen Freundin ihres Vaters adoptiert, die ihren Namen in Kawashima Yoshiko änderte. Kawashimas Leben in Japan war ziemlich unglücklich. Es wird gesagt, dass ihr Stiefvater sie vergewaltigt hat, und sie wurde von ihren Klassenkameraden diskriminiert, weil sie Chinesen waren. Schließlich zog Kawashima zurück nach China, wo sie sich als Mann verkleidete und als Spionin arbeitete. Die Prinzessin verbündete sich mit dem imperialistischen Japan, kämpfte gegen chinesische Guerilla-Banditen und verführte chinesische Beamte, militärische Geheimnisse zu erlangen. Als die Japaner 1945 vertrieben wurden, verhafteten die Chinesen Kawashima und erschossen sie im Hinterkopf wegen Verrats. Ein Bild von Kawashimas Leiche wurde vom Live-Magazin gedruckt, aber Pekinger Zeitungen berichteten, dass die Prinzessin ein Körperdoppel benutzt hatte und entkommen war. Jahrzehnte nach Kawashimas mutmaßlichem Tod leitete eine Gruppe chinesischer Historiker eine Untersuchung ein. Sie untersuchten die Behauptungen zweier Frauen aus Nordostchina, dass ihre geheimnisvolle alte Nachbarin Oma Fang tatsächlich Kawashima Yoshiko war. Die Historiker waren fest davon überzeugt, dass die Frauen recht hatten und dass ihr Vater, der einst mit Kawashima zusammenarbeitete, der Prinzessin bei der Flucht half. 9. Das Verschwinden von Shifu. Qin Shi Huang, der alte chinesische Kaiser, dessen berüchtigte Grabstätte eine ganze Armee von Terrakotta-Soldaten enthält, hatte schreckliche Angst vor dem Tod. Er wollte verzweifelt unsterblich werden und umgab sich mit Zauberern und Quacksalbern, die behaupteten, sie könnten seine Lebensspanne verlängern. Einer dieser Zauberer war Shifu, ein Mann, der dem Kaiser sagte, dass er wusste, wo er das Elixier des Lebens finden konnte. Laut Shifu konnte das Elixier auf einigen Inseln im Gelben Meer gefunden werden, wo es von den unsterblichen Bewohnern der Inseln geschützt wurde. Im Jahr 219 vor Christus schickte der Kaiser Shu auf eine Expedition, um das Elixier zu finden. Shu brachte auch 3000 Jungfrauen mit, sowohl Jungen als auch Mädchen, deren Reinheit, die er sagte, ihnen den Zugang zum Elixier ermöglichen würde. Es überrascht nicht, dass Shifu mit leeren Händen nach China zurückkehrte. Er erklärte dem Kaiser, dass sie Ungeheuer ihn davon abhalten würden, die Inseln zu erreichen. Deshalb gab Kaiser Qin ihm einige Bogenschützen und schickte ihn wieder weg. Dieses Mal kam Shifu nie zurück. Offiziell hat die Geschichte keine Ahnung, was mit Shu passiert ist. Japanische Legenden sagen, dass er in Japan gelandet ist, und in der Vergangenheit wurde Shifu von einigen Japanern sehr respektiert und sogar als Gott verehrt. 8. Der Wettbewerb um 100 Menschen. Während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges berichteten japanische Zeitungen über eine ungewöhnliche Geschichte über die Statthalter Mukai Toshiaki und Noda Tsuyoshi, die an der Invasion Chinas beteiligt waren. Im Winter 1937 spielten die beiden Soldaten ein Spiel, bei dem jeder der Kämpfer mit einem Schwert Chinesen töten musste. Der erste Mann, der 100 Menschen umbringen würde, würde zum Sieger erklärt werden. Am 12. Dezember berichtete das Tokyo Nihonichi Shimbun, dass der Wettbewerb zu einem Unentschieden führte. Sowohl Mukai als auch Noda waren über 100 Tötungen gegangen, also entschieden sie sich für einen neuen Wettkampf, diesmal mit einem Gewinn von 150 Punkten. Die Soldaten sahen den Wettkampf anscheinend als Spiel, aber die Chinesen waren natürlich nicht erfreut über den Massenmord von ihren Landsleuten, die zum Spaß gespielt werden. Nach dem Krieg wurden Mukai und Noda während des Kriegsverbrechertribunals in Nanjing zum Tode verurteilt. Einige Skeptiker, viele von ihnen Nationalisten, die Kriegsgräuel der Japaner völlig leugnen, glauben, dass der Wettbewerb entweder nie stattfand oder übertrieben wurde. Katsuichi Honda, ein Journalist, der viele japanische Nationalisten mit seiner ehrlichen Nachkriegsberichterstattung über das Massaker von Nanjing verärgert hat, schlägt Letzteres vor. Er glaubt, dass es während des Krieges andere, ähnliche Tötungswettbewerbe gab, aber dass die Opfer von Mukai und Noda Kriegsgefangene waren,
die trotz der Behauptungen der Zeitungen nicht wirklich im Nahkampf getötet wurden. 7. Das Verschwinden von Peng Yiamu. Lop Nur, ein ausgetrockneter See in der chinesischen Provinz Xinjiang, ist eine Wüste, die für ihr extremes Wetter und die ständig wechselnden Sanddünen berüchtigt ist. Es ist ein gefährlicher und abgelegener Ort, und genau das hat Peng Yiamu interessiert, als er es erforschte. Peng, ein Biologe vom Shanghai Institut für Biochemie und Zellbiologie, nahm an zahlreichen wissenschaftlichen Expeditionen nach Lop Nur und anderen Teilen von Xinjiang teil. Die Kulturrevolution, 1966 bis 1976, stoppte Peng und seine Kollegen bei ihren Explorations-Bemühungen. Aber Peng konnte im Sommer 1980 eine weitere Expedition nach Lop Nur starten. Am 17. Juni verließ Peng das Lager alleine, um nach Wasser zu suchen. Er wurde nie wieder gesehen. Eine massive Suchaktion, die vom Militär zu Fuß und in der Luft geführt wurde, fand keine Spur von Peng. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass er durch die harten Bedingungen der Wüste getötet wurde. Aber zahlreiche Suchen im Laufe des Jahres müssen noch eine Leiche freilegen. Interessanterweise gibt es Gerüchte, dass Peng China für die USA verlassen hat. Im September 1980 berichtete der Sohn von Deng Xiaoping, dass er den vermissten Wissenschaftler in einem Restaurant in Washington gesehen hatte. 6. Der Mord an Shen Ding. Obwohl Shen Ding aus einer wohlhabenden Familie stammte, war er sehr besorgt über wirtschaftliche Ungleichheit und den Status quo. Im Jahr 1907 trat er der Revolutionären Allianz bei, einer chinesischen Geheimgesellschaft mit Sitz in Tokio, die den Sturz der Qing-Dynastie plante. In den frühen 1920er Jahren wurde Shen Kommunist und zog in sein Heimatdorf in Yekian, wo er Reformen für die lokalen Bauern befürwortete. Am 28. August 1928 bestieg Shen, nachdem er einen Ausflug in ein Bergresort gemacht hatte, einen Bus nach Hause. Als der Bus zu seinem Halt kam, stand Shen von seinem Sitz auf und ging nach vorne. Gerade als er dem Fahrer sein Ticket zeigen wollte, zogen zwei andere Passagiere Waffen aus und durchsuchten Shens Leiche mit Kugeln. Die Attentäter rannten dann aus dem Bus und entkamen und feuerten auf jemanden, der sie verfolgen wollte. Shen Ding war ein Mann mit vielen Feinden. Er könnte von Kaufleuten oder Vermietern getötet worden sein, die sich seinen Reformen widersetzten. Die kommunistische Partei hasste Shen, aber auch die Kuomintang, sodass eine der beiden Parteien den Treffer arrangieren konnte. Während der Ermittlungen wurden zahlreiche Verdächtige festgenommen und verhört, aber niemand wurde jemals wegen Shens Ermordung angeklagt. 5. Der Stickfall. Am 30. Mai 1615 brach ein Bauer namens Chang Chai mit einem Stock in die verbotene Stadt ein und griff einen Eunuchenwächter an. Zu dieser Zeit beherbergte die verbotene Stadt Chinas königliche Familie. Chang versuchte, in den Palast zu gelangen, in dem Kaiser Wanlis Sohn lebte, aber eine Gruppe von Eunuchen erwischte ihn gerade rechtzeitig. Zuerst vermuteten die Behörden, dass Chang ein verrückter Einzelgänger war. Nachdem er wiederholt verhört und gefoltert wurde, behauptete Chang, dass eine Verschwörung von Eunuchen ihn dem Angriff aussetzte. Die Eunuchen zeigten Chang, wie er sich in die verbotene Stadt schleichen konnte, wo er den Sohn des Kaisers, Zhu Shangluo, töten sollte. In seiner Aussage identifizierte Chang die Eunuchen Peng Bao und Liu Cheng als die Männer, die ihn rekrutierten und bewaffneten. Kaiser Wanli befahl Liu, Peng und Chang, vor Gericht gestellt zu werden. Chang wurde hingerichtet, während Liu und Peng verhört und gefoltert wurden und später an ihrem Missbrauch starben. Zhu Shangluo seinerseits glaubte, dass Chang verrückt sei und dass es keine düstere Verschwörung gebe, ihn zu ermorden. Seltsamerweise starb Zhu 5 Jahre später unter mysteriösen Umständen, nachdem er seinem Vater als Kaiser Taichang nachgefolgt war. 4. Das Verschwinden von Zhu Anping. Am 1. Juni 1957 hielt ein Journalist namens Zhu Anping eine provokante Rede vor einem kommunistischen Komitee mit dem Titel Kommentare an den Vorsitzenden Mao und Premierminister Zhou. Die kommunistische Partei hatte 1949 die Kontrolle über China erlangt und versprach, eine freie Gesellschaft zu schaffen, aber Zhu sah keinen großen Unterschied. Er hielt die Parteiregel für ähnlich wie die Dynastien, die in der Vergangenheit China beherrschten und Mao Zedong mit einem Kaiser verglichen. Obwohl Mao gerade die 100-Blumen-Kampagne ins Leben gerufen hatte, die die Leute ermutigte,
frei über die kommunistische Partei zu sprechen, war er wütend über Chus Kommentare. Chu verlor seinen Job als Redakteur der Zeitung The Gangming Daily, wurde als antisozialistischer Rechtsextremist gebrandmarkt und war im Wesentlichen auf der schwarzen Liste des öffentlichen Lebens. Im August 1966, während des Chaos der Kulturrevolution, war Chu gezwungen, an einer Kampfsitzung teilzunehmen. Er versuchte, Selbstmord zu begehen, indem er in einen Fluss sprang, aber er überlebte. Nachdem sie im September nach Hause gekommen war, ging Chu wieder und verschwand. Vielleicht versuchte Chu ein zweites Mal Selbstmord oder wurde von den Roten Garden heimlich getötet. Was auch immer letztendlich passierte, Chus Familie wurde die Erlaubnis gegeben, im Mai 2015 eine symbolische Beerdigung für ihn abzuhalten. 3. Der Mord an Lim Van. 1967 war ein turbulentes Jahr für die britische Kolonie Hongkong. Beeinflusst von der Kulturrevolution, die durch das chinesische Festland loderte und mit der Kolonialherrschaft und den schlechten Lebensbedingungen unzufrieden war, begannen die Linken eine Reihe von Unruhen, die von Mai bis Dezember anhielten. Bombenangriffe und Gewalt erschütterten die Stadt und führten zu 51 Todesopfern und mehr als 4.500 Verhaftungen. Die Gewalt während der Unruhen führte viele gewöhnliche Hongkonger zur Unterstützung der Kolonialherrschaft. Der ungelöste Mord an Lim Van, einem antikommunistischen Kritiker von Commercial Radio Hongkong, stärkte auch die öffentliche Meinung gegen die Linken. Am 24. August wurden Lim und sein Cousin von einer Gruppe von Linken überfallen. Lams Auto wurde angezündet und sowohl er als auch sein Cousin wurden verbrannt. Ein Guerilla-Outfit übernahm die Verantwortung für die Morde, aber die Mörder wurden nie identifiziert. Die Morde schockten die Öffentlichkeit sehr und heute gilt Lim Van als eine Ikone der Redefreiheit in Hongkong. 2. Der Mord an Song Yaoren. Zusammen mit dem berühmten Revolutionär Sun Yat-sen war Song Yaoren der Mitbegründer der Kuomintang, der nationalistischen politischen Partei, die zwischen 1928 und 1949 China regieren würde. Nachdem China 1912 eine Republik wurde, war Song bestrebt, demokratische Reformen im Land voranzutreiben. Er befürwortete die Beschränkung der Macht von Präsident Yuan Shikai und hatte seine Augen darauf, Premierminister zu werden und eine neue Verfassung zu schaffen. Am 20. März 1913 wurde Song von einem Attentäter erschossen und starb zwei Tage später. Der Attentäter, ein Ex-Soldat namens Wu Sheng, hatte Hilfe von einem Mann namens Ying Bixing. Sowohl Wu als auch Ying wurden verhaftet und eine polizeiliche Durchsuchung ihrer Häuser ergab, dass die Männer Verbindungen zu Yuan Shikai und zwei anderen hochrangigen Regierungsmitgliedern hatten. Die Dinge wurden nur noch unheimlicher. Wu starb auf mysteriöse Weise im Gefängnis und Ying brach aus, nur um von Schwertkämpfern in einem Zug getötet zu werden. Obwohl der Mord an Song Yaoren nie gelöst wurde, glauben die meisten Historiker, dass Yuan Shikai in gewisser Weise an seiner Ermordung beteiligt war. Yuan war eher ein Diktator als ein tatsächlicher Präsident, und er könnte sich von Song und der Kuomintang bedroht gefühlt haben, die gerade eine Mehrheit der Sitze in den provisorischen Wahlen im Frühjahr gewonnen hatte. Im Dezember 1915 erklärte Yuan sich zum Kaiser, starb aber weniger als ein Jahr später im Juni 1916. 1. Der Tod des Kaisers Jian Wen. Im Juli 1402 wurde die Ming-Hauptstadt Nanjing vom eigenen Onkel des Kaisers, einem Prinzen namens Zhu Di, überfallen. Drei Jahre zuvor beschuldigte Zhu Di seinen Neffen, den jungen Kaiser Jian Wen, durch den Einfluss seiner Minister korrumpiert worden zu sein. Der Prinz startete eine Rebellion unter dem Vorwand, die Minister von Jian Wen loszuwerden, aber Zhu Di wollte eigentlich selbst die Macht übernehmen. Im Chaos der Invasion wurde Kaiser Jian Wens Palast in Brand gesetzt und zerstört. Aus den Trümmern wurden drei schlecht verbrannte